Saschas Video. Okay, wir gucken Saschas Video an. Wurde es schon gesperrt, das Video, oder ist noch online? Nicht erschrecken. Okay. Dann schauen wir uns das jetzt lieber jetzt direkt an, bevor es wieder gesperrt wird, oder? Wieder zu dir sprechen. Es haben weder die Babykatzen noch die Welpen geholfen. Was kann mir helfen? Nimm Babyigel. Das wird dir helfen, Sascha. So ein Feini, Digga. Heute ist wieder soweit. Ich kann nicht glauben, dass die Leute auf Instagram wirklich dafür gestimmt haben. Nachdem wir letztes Jahr nicht erschrecken gedreht haben, drehen wir es jetzt dieses Jahr wieder. Eine ganz normale Nase. Luca hat mir noch gesagt, dass er auch dieses Jahr jedem empfiehlt, der jetzt dieses Video schaut, auf Fullscreen das Ganze anzuschauen und mit Kopfhörern, dass man die ganze Experience mitnehmen kann. Mach ich. Ich mach mit, okay? Ich werde mitmachen bei nicht erschrecken und ich werde mich nicht erschrecken. Ich bin kein schreckhafter Mensch. Wird ganz easy für mich sein. Weil es ja auch jetzt so wichtig sein wird. Dementsprechend würde ich sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Clip. Let's go. Ich mach's sogar ein bisschen lauter, okay? Ich mach's bei mir auf den Kopfhörern lauter. Ist nicht gruselig. Das war's. Das war der Clip. Also ganz schwach. Ehrlich, Luca. Ey, dann können wir ja, keine Ahnung, gleich uns Babyaffen anschauen oder so. Horror. Hab ich einmal gezuckt mit der Wimper, Chat. Anfänger der Sascha, sag ich ganz ehrlich, Digga. Anfänger. Camp. Horror Camp. Und es ist gerade wirklich sehr laut bei mir. Entspannt. Sieht nett aus. Okay, scheiß drauf. War okay, ich habe mich aber trotzdem nicht erschreckt. Scheiß auf das Video. Und in diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich das Horrorcamp nicht überstehen werde. Sauf, Camp, sauf. Dieses Video drehen wir vor dem Horrorcamp. Wenn es jetzt schon so ist, wie soll es dann im Horrorcamp sein? Da war ich dabei. Vor allem, wer war dabei, als Nico ganz alleine war? Wer hat da zugeschaut? Die haben ihn einfach komplett alleine gelassen. Nico saß allein vor der Kamera, vor 300.000 Leuten oder 200.000 Leuten. Und dann schreibe ich ihm, oder ich glaube, er hat erst Knossi angerufen, Mailbox dran gegangen. Dann hat er noch jemand angerufen, nochmal Mailbox. Und dann habe ich ihm geschrieben auf WhatsApp, ich habe geschrieben F, Junge, also großes F, okay? Er hat's gesehen, dann hat gemeint, oh, also im Stream hat gesagt, oh, Moji hat mir gerade geschrieben, komm, ich rufe den mal an. Was macht er? Er wählt meine alte Nummer, Bruder, Mailbox. Wie dumm kannst du eigentlich sein, Bruder? Wie blöd kann man eigentlich sein, Bruder? Alter, Latzu einfach los. Ich werde mich nicht erschrecken. Oh Gott, da war ein Clown. Oh nein. Oh nein. Oh nein, kein Gott, Clown. Bruder. Warum jetzt ein Clown? Ich werde mich nicht erschrecken. Oh Bruder. Das ist, oh Gott, das ist gerade so laut auf meinen Kopfhörern. Fand ich jetzt echt scheiße. Also ich muss ehrlich sagen, die Clips sind nicht gut bis jetzt, Bruder. Mich reißt da irgendwie nicht. Habt ihr euch erschreckt? Seid mal ehrlich. Safe fake. Bruder, wer hier reinschreibt, safe fake, dem ist halt einfach wirklich nicht mehr zu helfen. Nee, ich glaube, das war ein reales Video. Ich glaube, das war wirklich ein Clown, der in seinem Garten rumtanzt. Ich glaube, das war real, Bruder. Doch, das war echt ganz lustiger. F in den Chat für den Typen, der das hier reingeschrieben hat. Wirklich? Der Aufbau dafür? Bro, der war so schlecht. Ich weiß nicht, was schlechter ist. Meine Videos oder dieser Clip? Leute, das war keine ernsthafte Frage, die man jetzt in den Kommentaren beantworten muss. War okay. Ich darf nicht stoppen, oder? Das macht irgendwie alles kaputt, wenn ich stopp. Aber ich stopp so aus Reflex. Es tut mir leid. Aber der war jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, ich bin einfach in nicht erschrecken Müll. Einfach nur Müll. I wanna sing a song just for you. Cause you're my special friend.
WTF? So unnötig! Dieses Video ist einfach so unnötig! Also, Chat, ich weiß nicht, was mit mir los ist, Digga, aber ich erschreck mich irgendwie nicht. Erschreckt ihr euch dabei? Ich weiß doch, wir haben uns öfter solche Videos zu Jumpscares angeschaut. Da habe ich mich fast immer erschreckt, Bruder. Aber hier ist es irgendwie, ich weiß nicht. Jesus Christ. Okay, da hat's mich jetzt, also, der war gut, der war besser als die anderen auf jeden Fall. So mit weißen Augen und sowas, das ist gruselig. Der war nicht schlecht, aber ich glaube, ich habe mich jetzt nicht großartig erschreckt, oder Chat? Kann man es nicht als Erschrecken zählen lassen? Ich glaube, ich hab's bestanden, Bruder. Oh mein Gott. Können wir bitte ganz kurz zum Runterkommen, keine Ahnung, irgendwas aus der Tierwelt kurz sehen? Ich glaube aber, das letzte Video war auch fake, Chat, oder? Denkt ihr, das war echt? Ich sag, das war fake, Digga, das letzte. Sagt ihr auch, war fake, ja. Doch. Ich glaube, es war real. Hm. Ich weiß nicht, Bruder. Also so weiße Augen hat dann halt auch keiner so. Weißt du, wie ich meine? Da hört es dann auch irgendwann auf. Ui. Korrekt. Da- Bruder, WTF, von das gerade? Keine Ahnung, irgendwas aus der Tierwelt kurz sehen? Ui. Hat der aus seiner Nase gefurzt? WTF, Bro. Korrekt, danke. Ja, dann müssen mal die Lights gefixt werden. Klassische Among Us-Runde. Klassische Among Us-Runde für den Arsch, Mann. Und an der Stelle bin ich da mal wieder komplett raus. Ich habe doch Luca gesagt, dass ich mich nicht einmal erschrecken werde. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr euch auch erschrecken musstet, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Falls ihr meinen Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Reden ist Gold. Okay, also ich weiß, Chats, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um mich, Bruder. Ich weiß nicht, warum ich mich nicht erschreckt habe. Irgendwie, entweder waren die Clips einfach nicht gut oder irgendwas stimmt mit mir nicht. Also ich habe mich nicht einmal erschreckt, glaube ich. Die Clips waren echt nicht so gut, glaube ich, ja. Die Clips waren schlecht. Reflexe sind am Arsch, das kann auch sein. Vielleicht bin ich einfach innerlich tot. Moji hat mir geschrieben, ich rufe den jetzt einfach mal an.